Willkommen zurück zur nächsten Folge Captain of Industry. Und gerade wenn man denkt, es geht nicht mehr schwieriger, dann sagt Captain of Industry, dann kommt Captain of Industry und lacht einen aus. Mikrochips-Produktion ist der Knüller. Als erstes für Mikrochips-Produktion brauchen wir Gold. Gold haben wir hier hinten auf der Insel. Wir kommen theoretisch hoch. Ich habe mir hier schon vor Urzeiten eine Rampe hochgeschüttet. Ist halt jetzt nur ein kleiner Weg hierhin. Aber auch noch Kohle, gell? Weil Kohle geht ja demnächst aus. Oh ja, hier ist das große Kohlefeld. Das beginnt hier unten und dann müsste ich mich hier komplett durchbuddeln. Weil da muss ich aufpassen, dass ich den Fahrtweg zum Gold offen lasse. Ah ja, aber als allererstes wird jetzt hier erstmal Golderz abgebaut, weil es ist ja nicht einfach so, dass man hier Golderz abbaut und das Gold dann einschmilzt und dann Gold hat. Nein, hier muss man ja noch 5 Schritte dazwischen schalten. Herrlich. Aber letzten Endes, ich liebe ja solche Spiele. Also das ist ja jetzt keine Beschwerde, wo oh, ich habe da keinen Bock drauf. Sondern du denkst immer, naja, machen wir mal geschwind und dann kommt das Spiel und lacht dann aus. Und genau diesen Effekt hat es gerade. Deswegen waren wir jetzt hier erstmal im Bergbaugebiet und wir ebnen erstmal diesen ganzen Hügel einfach ein. So. Ich nicht. Genau. Und dann bauen wir hier, weil wir es ja schon von den anderen Sachen kennen. Jetzt Bock, die großen Lager zu bauen. Das ist halt schon ein weiter Weg. Eigentlich soll ich es machen. Ach komm. Scheiß Baum da im Weg. Baum im Weg. Und halt hier hin. Aber da ist da vorne auch wieder ein Baum im Weg. Ah. Wahrscheinlich ist es auch überdimensioniert. Ich mache es trotzdem. Aber dann mache ich hier halt noch ein kleines hin. So, hier kommt Gold rein. Golderz, genau. Und hier, jetzt haben wir jetzt viel. Ich weiß nicht, was mehr ist. Moment, Gestein muss ich ja jetzt sammeln, weil das muss ich ja in Kies umwandeln. Und hier haben wir Erde rein. Erde. So. So. Okay. Dann, Moment, ist eigentlich mein. Ach komm. Will niemand hinbringen, hey. Ich meine, brauche ich ja da noch jeweils davon. Aber da fangen wir natürlich dann gleich mit dem großen Bagger an. Ich meine, ich hätte hier noch jede Menge kleine rumstehen, aber nee, wir fangen gleich mit dem großen. Ja, Dralo beschreibt es relativ gut. Erstmal ist es ein Brain Punkt, Punkt, Punkt. Aber wenn man es dann geschafft hat, dann freut man sich drüber und das Erfolgserlebnis ist da. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ja, nee, wie gesagt, es ist keine negativ gemeine Kritik. Aber da denkt man, ja, man macht jetzt die Mikrochips und okay, dass die Mikrochips nicht einfach aus der Fabrik rauskommen, ist klar, aber dass man nicht jetzt, dass ich 8 Stufen oder 7 Stufen, nee, mit dem Endprodukt sind es glaube ich 8 Stufen Mikrochips produzieren muss, das ist halt schon, ja, das ist schon fies. Vom lieben Spiel. Aber gut. Herausforderung nehmen wir an. So. Das ist alles gebaut. Dann kriegst du, ja, den kriegst du nicht. Den kriegt nämlich erstmal der hier. Weil dafür haben wir ihn produziert. So, ah, nochmal einer produziert.
Schnell liefern. Das dauert halt jetzt. Moment, dann gehen wir aber in der Geschwindigkeit geben hoch. So, Moment, du wirst jetzt trotzdem schon hier oben eingeteilt. Ach nee, das war der. Okay, ich dachte, da wäre noch mal einer rausgekommen. Ach nee, das war der erste. Okay, Moment, aber das ist ja dann nur mal Golderz. Dann kann ich mich jetzt... Also ich brauche Kies. Aber das brauche ich für die Filterelemente. Gut, ich fülle da oben jetzt erstmal Gestein. Jetzt die Frage, was mache ich als erstes? Produzieren wir die Filterelemente als erstes, ja? Dazu brauche ich jetzt das ganze Gestein. Das darf dann zukünftig nicht mehr verkippt werden. Aber wo, da brauche ich ja auch einen, wahrscheinlich riesen Platz dafür, wobei riesen Platz nicht, aber ein bisschen Platz brauche ich. Also ich brauche, ich lasse nebenher laufen, Kies und Brechstein, also ich brauche Gestein, das male ich einmal, dann wird Kies draus und dann male ich es zweimal, dann wird Brechstein draus. Und diesen Brechstein mische ich dann wieder mit dem Kies und mit Kohle. Mal wieder mit Kohle kann ich die Filterelemente eigentlich irgendwie anders herstellen. Ich brauche immer Kohle dazu. Gut, Kohle ist natürlich auch ein entsprechend guter Filter, aber irgendwo muss ich Kohle abschaffen. Am besten sollte ich doch irgendwie Nuklearreaktor gehen, damit ich ein bisschen weniger Kohle verfeuere. Also es geht mir irgendwann die Kohle aus. Wobei es gibt auch dieses externe Kohlewerk. Ja, also Filterelemente. Gut, das ist einfach Mischer 1, Mischer 2. Also ich würde es jetzt spontan aus Kies und Brechsand mal probieren. Brauche ich den normalen Sand dafür nicht, wobei ich davon ja eigentlich auch genügend habe. Vor allem, wenn ich hier den Strand noch sehe. Gut, Gestein habe ich halt... Ja, wobei, Gestein habe ich halt nicht zwingend... Es ist ja immer nur Beiprodukt. Ich soll es mit normalem Sand machen. Also gut, dann brauche ich ein Lager, ich brauche einen Brecher dahinter, der mir aus Gestein Kies macht. Dann ein Lager, wo der Kies gelagert wird, ein Lager, wo der Sand gelagert wird, ein Lager, wo Kohle gelagert wird. Das Ganze läuft in den Mischer rein und macht ein Filterelement. Und Filterelemente, ich brauche einen Kleinbagger. Stimmt. Danke. Einen großen haben. So, aber hier ist schon mal der erste fertig. So. Sand brauche ich für Silizium. Ach, das kommt ja auch noch hinten raus. Stimmt, so weit sind wir noch gar nicht. Okay, also doch, Brechsand wird hier von der Regie gerade eingeflüstert. So. Fährt er hin? Ja, warum fängt er jetzt da oben an? Ich meine nicht, dass es mich stört, soll weg, aber ich habe doch das hier auch eingestellt. Ja, warum arbeitet er nicht hier? So direkt vor der Haustür? Naja, gut. Lassen wir ihn halt. So, wie schaut es hier aus mit... Ja, der hat noch genügend. Schau mal die Lager. Ah, okay, die Lager sehen wieder besser aus. Okay, der zweite LKW hat doch den Unterschied gemacht. Okay, also nochmal. Brecher, Dingsbums, Dingsbums, Dingsbums. Also, wir planen mal kurz. Lager. Brecher. Ja, kommt mal direkt dran, ist ja wurscht. So, dann kommt hinten Brechsand raus, dann Moment, dann brauchen wir den Mischer und dann wird
Filterelement draus gemacht. Kies, Brechsand, Kohle. Er gibt in einem Mischer und Filterelement und ich bräuchte mehr davon, sagt der liebe Dralo. Dann hier genau 3 Abstand gelassen. Das heißt, die LKWs können theoretisch durchfahren und das beladen, das ist gut. Aber ich sollte mehr Platz lassen. Rein zu Kies, aus der Hälfte vom Kies zu Brechsand. Stimmt, ich brauche noch einen zweiten. Ich habe jetzt gerade schon wieder mit normalem Sand gerechnet. Dann muss ich ja hier hinten. Müssen die kurz weg. Muss ich hier die Hälfte zu Kies und die andere Hälfte zu Rechtssand machen? Muss das irgendwie anders anordnen? Jetzt könnte ich das hier so nebeneinander setzen. Ist die Frage, wie kann der befüllt werden? Soll ich mir lieber ein bisschen Abstand lassen? Eigentlich müssten sie herankommen. Wäre wahrscheinlich Blödsinn, hier jetzt eine Fahrzeugrampe reinzumachen. So, weil dann könnte ich nämlich das hier befüllen. Dann befülle ich jetzt mit Absicht den, dann können sie den hier ganz normal beliefern. Und dann müsste hier Kohle rein. Kommt dann automatisch, gut, das muss ich hier nicht auf voll halten, das kommt ja dann aus dem Brecher raus. Aber hier wird dann aus Gestein Kies und hier wird dann aus Kies Brechsand. Und dann habe ich hier alle 3 Komponenten da. Du meinst, so kleine Lager machen? Du meinst, ich soll Einbrecher verwenden? Ja, okay, dann könnte ich Sortiere und Ausgleiche verwenden, ja. Wäre auch eine Möglichkeit, aber ich lasse es jetzt mal so. Gut, es braucht er, wobei auf der anderen Seite braucht natürlich ordentlich Strom, das Ding. Da gebe ich dir auch wieder recht.
Da gebe ich dir recht. Ich meine, ist mein Bagger eigentlich jetzt fertig? Mein Gold hier oben. Ja. So, beide sind fertig, dann können die jetzt mal die Arbeit aufnehmen. So, und währenddessen, du hast recht, da spare ich mir 1,2 Megawatt und auch Arbeitskräfte. Oder ob ich hier kleine Lager nehme oder große, das ist ja dann persönliche Vorliebe, aber du hast recht. Das bedeutet aber, nehmen wir es nochmal weg. Hier jetzt das zweite Rezept einstellen. Ja gut, das kann ich, da muss ich dann hier Abstand lassen. Es ist schon spät. Ich muss ja hier erstmal Ding reinbringen. Jetzt muss ich kurz überlegen. Du hast doch den gleichen Eingang, also ich muss das zusammenführen und dann. Darf ich den aber mit einer Sorte nicht verstopfen? Da läuft dann Gestein und Kies rein. Okay, jetzt muss ich mir kurz ein bisschen hirnen, damit ich das auch richtig mache. Ich das einfach nur zusammenführe, also beides auf ein Band draufjagt, dann kann es passieren, dass eine der beiden Sachen die andere verstopft. Wie kann ich das Problem lösen? Was gibt es denn für... Ich meine, die Ausgleicher, die bringen doch auch in dem Fall nichts. Was am in den Eingang des Brechers einen Ausgleicher und am Ausgang, okay, am Ausgang und Sortierer, das ist mir klar. Einen Sortierer vor dem Priorisierer. Das ist mir soweit klar. Aber ich weiß nicht, wie ich hier dafür sorgen kann, dass immer Gestein oder Kies reingeht, damit quasi immer beides nacheinander gemacht wird, wobei das ja priorisiert wird. Das bedeutet, wenn der Kies voll ist, fängt er an, Brechsand zu machen. Aber der soll ja eigentlich beides machen. Aber ich muss den ja priorisieren. Okay, ein Ausgleicher mit Priorität auf Kies. Und wenn kein Kies mehr kommt, dann kommt Gestein hinterher. Ah, ja. Das ist der entscheidende Tipp. Ja, der, okay. Das macht Sinn. Das hat mir gerade gefehlt. Das hat mir gerade gefehlt in meinem Gedanken, in meinen Gedanken. Falsche Taste schon. Ach, bin schon wieder im falschen Spiel. Spiegelt man ja mit F. Den kann man auch nicht direkt anschließen. Nee, Moment, doch. Moment. Okay.
Warum keine kompatible Anschlüsse? Ach so, nee. So, okay. Genau, eine zum Ausgang zurück. Das ist richtig. Genau, hier kommt dann Kies raus. Und Kies geht hier dann rein. Macht es da Sinn, ein Zwischenlager zu machen? Nee, oder doch? Nee. Okay, aber Moment, ich muss ja jetzt, genau. Hier kommt Kies raus, aber ich muss ja den Teil, da muss ich ja jetzt hier hin machen, weil ich will ja nicht das, den ganzen Kies hier wieder drin haben. Ich brauche auch noch Kies draußen. Und hier kommt da, und hier kommt der Ding raus. Das bedeutet, das hier ist schon mal falsch. Ich hier jetzt sortiere und sage Kies, dann kommt hier Kies raus. Und dann läuft alles Kies hier wieder zurück und wird dann zu Brechsand gemacht. Das will ich ja aber nicht. Sondern ich brauche ja auch noch einen Teil davon selber. Bedeutet, wir müssen einen Ausgleicher. Hierhin machen. Brechsand aussortieren. Sonst Verstopfung. Warum? Was macht das für einen Unterschied? Hier, wenn das Brechsandlager vollgelaufen ist, verstopft er ja. Und wenn ich den Brechsand aussortiere und das Lager vollläuft, verstopft er. Er kann doch immer verstopfen. Er kann doch immer, egal welches Lager jetzt vollläuft, der verstopft doch immer. Wenn ich jetzt Brechsand aussortiere. Also das Ganze ist wesentlich einfacher mit zwei, aber ich stelle mich der Herausforderung. Wenn ich jetzt hier Brechsand aussortiere, dann brauche ich das ja nicht. Und das geht auch am falschen Ding. Dann muss ich ja das hier, wieder zurückführen. Gut, dann gehe ich halt... muss ich halt so rum rangehen. Du sagst, ich muss den Brechsand aussortieren und der Brechsand, der geht dann aber ja ins Lager. Und der Kies geht jetzt hier auch raus und ich mache hier mein Priorisierer ran. Der mir einen Teil vom Kies eben hier wieder rausschickt. Einen anderen Teil vom Kies hier reinjagt. Und hier kommt das Gestein rein und Priorität Kies. Und wenn irgendwann kein Kies mehr rauskommt, weil kein Gestein mehr durchkommt, dann schaltet der um. Aber ich kann doch hier trotzdem, wenn das Lager vom... ja, wobei, nein, stimmt. Wenn ich hier den Brechsand aussortiere und Brechsand kommt ja irgendwann keiner mehr, wenn kein Kies mehr reinläuft. Und wenn kein Kies mehr reinläuft, dann kommt von vorne rein. Das heißt, wenn das Lager vollgelaufen ist, ja, verstanden. So, okay, Lager. Dann nehmen wir halt mal die kleinen. Wenn das der Meister befiehlt. Die Regie befiehlt, nur die kleinen zu nehmen. Nein, das ist der falsche Ausdruck. Die Regie empfiehlt. Wir müssen auch bei der Wahrheit bleiben. Der muss halt jetzt irgendein... Achso, nee, Moment, die fahren ja von der Seite ran. Nee, dann Mann, da.
Machen wir das nicht so, dann machen wir das so. 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 Und hier machen wir es können und wollen. Dann muss schöner machen wollen, damit es ein bisschen kompakter aussieht. Jetzt ziehen wir das Ganze hier hin. So, und hier kommen jetzt noch die, was war's? Mischer. Mischer 2, so, du hast den Eingang auf der Seite, richtig? Ja. So, Rezept, Brechsandfilterelement. Oh. Okay, und noch ein netter Tipp. Gab es auch noch. Okay. So, Moment, jetzt stellen wir hier mal kurz ein. Hier kommt der Brechsand rein, hier kommt der Kies rein. Nee, doch, und hier kommt die Kohle rein. Und hier kommt Gestein rein. Ja, Kohle muss angeliefert werden, genau. Hier ist frei. Hier können sie ranfahren. So, jetzt muss ich. Wahrscheinlich bin ich zu dicht ran gefahren. Aber Moment, wir probieren es mal. So, du musst dahin und. Du musst da. Ja, ich bin viel zu nah. Mehr rüber. Ja. Bin ich etwas zu nah dran, um das jetzt ordnungsgemäß anschließen zu können? Muss es ja auch nicht zwingend immer aus zwei Ausgängen rausnehmen. Ich könnte es natürlich auch abkappen. Aber das funktioniert so. Das funktioniert so schon mal gar nicht. Da bin auch einfach zu nah dran. Muss ja auch einfach nur ein bisschen schön aussehen. Das ist immer das Problem daran, wenn die Sachen zu schön aussehen müssen. Nur mal kurz was kontrollieren. Ah, wunderbar. Ach, mein Golderzlager ist ja schon schier voll. Okay. Ja, gut, gerne. Moment mal. Gestein sollen sie jetzt einfach mal voll halten und nicht abtransportieren. Weil das brauche ich ja dann später hier in der Konstruktion, wo auch immer die stehen wird. So, jetzt müssen wir erstmal hier ran und hier ran und hier ran und theoretisch ja hier ran, aber dann komme ich hier nicht mehr rüber. Deswegen muss ich das nochmal abreißen. So, du brauchst das hier. Nicht so. Dann kannst du nämlich hier ran. Dann müsste ich doch theoretisch die Kohle irgendwie. Nein, warum nicht? Ach, ärgere mich nicht, Spiel. Dann kriegst du halt hier so ein Ding. Geht es nicht?
hier. Nee, geht nicht. Komm hier nicht rüber. Das ist doch Kacke. Meinst du, einer reicht? Du hast vorhin gesagt, ich soll groß denken. Jetzt tue ich es einmal, aber Moment. Ich glaube, so geht's besser. Jetzt denke ich einmal groß und schon ist wieder nichts. Unglaublich. Ja, klar. Okay, du hast gewonnen. Das ist mir jetzt gerade zu doof. Gut, Bilderelemente. Wo werden die gelagert? Wahrscheinlich im normalen Lager, nehme ich mal an. Nicht. Hä? Kann doch nicht sein. Was ist denn bitte schön ein Filterelement? Das ist doch nicht flüssig. Es geht auch mit drei Feldern hier. Es muss nur gehen, nur hier. Guck, guck, guck hier. Sind auch keine fünf Felder. Okay, sind vier. Sind vier Felder. Hier ging es mit vier. Wollte ich nur mal sagen. So, oh, ich bin schon wieder bei 32 Minuten, wie immer. Ich schaffe es gerade auch nie, nach 30 Minuten abzubrechen. Okay, das Ding ist geplant, aber ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ist das tatsächlich ein Schüttgut? Ist doch kein Schüttgut. Ist das ein Schüttgut? Interessant. Öfter mal was Neues. Okay, wenn das Spiel das sagt, dann sind Filterelemente ein Schüttgut. Okay, also das Ding ist jetzt fertig. Ich mache jetzt noch das Schüttgutlager dahin und dann muss ich gucken, wo ich das Ganze aufstelle. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, ciao.